Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Welly Welly Welly. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal wieder eine neue Welly-Tour mit der lieben Jasmin. Hallo Jasmin. Hi. Hi. Ja, schön, dass du uns eingeladen hast in dein Welly. Wir freuen uns sehr. Code hast du mir auch schon gegeben. Kannst dich auch mal kurz vorstellen, wenn du möchtest. Ja, ich bin die Jasmin, die DVD-Süchtige. Ja, das stimmt. Und ich habe unseren lieben Olli tatsächlich auch durch einen seiner Kartoffelvideos gefunden. Und ja, seitdem bin ich tatsächlich bei euch in der kleinen Familie gelandet. Ja, ja, du bist ja immer am Start, immer im Chat, ne? Jasmin Komos heißt du ja in meinem Chat. Bist sehr aktiv. Vielen, vielen lieben Dank, Jasmin. Auch für die ganze Unterstützung mit den ganzen Spenden. Du spendest ja auch mal so super viel. Das ist sehr, sehr süß. Vielen, vielen lieben Dank, dass du so krass bist. Und dass du uns jetzt nochmal in dein Rally einlädst. Dankeschön. Ja, und ich hoffe wirklich, dass es euch gefällt und dass es nicht komplett eskaliert. Ach, Quatsch. Ja, wir müssen ja sagen, du spielst ja jetzt auf der Switch und du hast ja ein höheres Limit als 3000. Vielleicht kannst du den Leuten nochmal erklären, wie du das gemacht hast, aber es könnte so auch zu Abstürzen führen. Wir gucken mal, wie es jetzt gleich laufen wird, ne? Ja, also den Tipp habe ich tatsächlich von jemandem, von unserem lieben Leutchen bekommen, tatsächlich. Es ist nämlich so, dass ich auf Switch und PC eigentlich spiele und ich habe damals irgendwann das Limit auf den PC erhöht, weil ich irgendwie da gebaut habe. Mhm. Und mit 3000 kannst du echt nichts machen, tatsächlich. Nee, das stimmt. Und dann habe ich irgendwann abends im Bett wieder die Switch angeschmissen und dann stand da 6000. Ich dachte mir so, okay. Und das kann man auch auf der Switch nicht mehr umstellen. Ach, aber du müsstest jetzt auf PC wieder gehen, da könntest du es ja wieder umstellen. Da wäre es auf der Switch. Aber was genau würde dann eigentlich passieren? Würde dann hast du ja. Ich habe keine Ahnung. Besser nicht machen. Ich komme auch nicht, das zu testen. Würde ich auch nicht machen. Kommt wahrscheinlich Rauch und Funken aus der Switch oder so. Aber ich muss sagen, es läuft tatsächlich flüssig und die Switch läuft auch nicht heiß. Ja. Also cool. Ich weiß nicht, was die Entwickler für ein Problem haben. Ja. Aber es funktioniert eigentlich. Ja, aber es. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwelche Konsequenzen kommen, weil es ist ja eigentlich irgendwo auch logisch, dass einige auf zwei Plattformen spielen. Ja. Die können ja nicht einfach sagen, ihr seid auf Switch, ihr habt 6000, nö, läuft nicht. Ja. Aber komisch, dass sie das dann aber begrenzt haben. Aber wahrscheinlich wegen Abstürzen, wegen Rucklern, die wollten das wahrscheinlich verhindern. Weißt du, ich weiß es nicht. Irgendwie muss es ja eine technische Limitierung dann auf der Switch geben, warum sie es machen. Ich habe keinen Plan. Also bin ich keine Ahnung, warum das so ist. Ja, ja. Ja, wir gucken gleich mal. Es lädt ziemlich lange, es tut mir leid. Ja, alles gut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kenne ich. Nächstes Mal lade ich, glaube ich, vorher schon und komme ins Rally. Ich glaube, das ist schlauer. Das dauert ja wirklich lange. 4 Inventarplätze soll ich mir frei halten. Du hast ja auch das ganze Haus. Wir müssen uns gleich 7 Etagen angucken, ne? 7 komplett dekorierte Etagen. Und dann ist noch 2, 3 andere Häuser auch noch dekoriert, ne? Aber auch nur die Haupträume. Also, sobald du reinkommst. Die anderen Räume tatsächlich noch nicht. Da überlege ich irgendwie, ja, Lager zu erweitern, falls meins im Haus voll ist, tatsächlich. Ja. Das reicht ja auch. Die sind jetzt schon voll. Ja, das sollte ja auch reichen. Es geht ja auch hauptsächlich ums Valley, um die Biome, ne? Haus ist ja praktisch nur Zusatz. Und jetzt bin ich da! Juhu! Oh, Geschenke! Geschenke, Geschenke! Ist das für mich hier? Ja. Süß, danke schön. Jetzt muss ich gucken, ich habe nur gar keinen Platz mehr. Ich muss ja ein bisschen Fisch ablegen. Ich hoffe, das ist okay. Du kannst hier keine Gegenstände ablegen. Warum nicht? Nein, ich kann hier nichts ablegen. Siehst du mich denn? Ja. Ich kann aber nichts ablegen, wahrscheinlich, weil du über dem 3000er-Limit bist. Über dem 6000er. Das sind über 6000, weil ja auch jedes Mal immer wieder dieses scheiß Holz spawnt. Du bist über 6000, okay, krass. Ja, ich kann auf jeden Fall nichts ablegen, leider. Das tut mir jetzt sehr, sehr leid. Ich kann es nochmal versuchen. Ich kann aber essen. Stimmt, warte mal, essen kann ich. Ja. Dann esse ich mal eben ein paar Fische auf. Essen. Zack, ja, ist gesund. Lecker, lecker, lecker. Warte. Ich muss auf jeden Fall gleich mal das Licht bei dir höher schalten, das ist ein bisschen dunkel. Was hast du denn für mich? Einen leckeren Beerensalat, 50 Mal. Oh, hier Nachtscherben.
leckere Muffins, die lieben wir doch alle, die Cupcakes und Lollis. Dankeschön, Jasmin. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Vielen, vielen Dank. Warte, ich versuche mal das Licht höher zu schrauben. Dass wir so Mittagszeit ungefähr haben. So ist besser. Und da du ja sowieso immer irgendwie Beerensalat und irgendwas zum Surfen brauchst. Ja. Habe ich dir diese beiden Stapel fertig gemacht und die Nachtschirm kannst du super verschenken. Das geht echt fix. Für die Freundschafts... Mit Blumen, genau. Das ist, glaube ich, das Krasseste sogar, Nachtschirm, oder? Zum Verschenken, zum Aufleveln. Jetzt optisch gesehen kommt da ein bisschen mehr am Balken raus als bei Blumen. Ja, aber es gibt keine du weißt keine Prozentzahlen, um wie viel das besser ist. Schade eigentlich. Ja, schade, vielleicht gibt es das irgendwo im Internet oder sowas. Aber erstmal richtig schönes Welly, ich sehe schon, das sieht schon echt gut aus. Und du hast ja schon so ein bisschen Tourplan erstellt. Ich werde dir dann einfach folgen, unauffällig, und du erklärst uns einfach ein bisschen was, wie du was gebaut hast und warum, und ne, wir schauen mal. Dagobert, hast du gesagt, da war jetzt nichts Spektakuläres, da müssten wir jetzt nicht hin, ne? Absolut nicht. Okay. Also ich hatte vielleicht ein von diesen komischen Dreiergestell von der Mission von Jafar gehabt, aber der Rest ist wirklich Küchentheke, ja. Sofa. Okay, ja, Küchentheken, da bräuchte ich jetzt nicht, außer das ist vielleicht eine goldene Küchentheke. Nee, das leider nicht. Leider nicht. Oh, wie schön, das ist echt schön gemacht. Fangen wir jetzt hier an? Ja, können wir machen. Ja. Und hier habe ich auch vor ein paar Minuten den letzten Schliff verpasst. Also, Ja, sieht cool aus. Ich habe schon geschnitten, weil das sah einfach nur grausig aus vorher. Das war einfach nur irgendwas hingestellt. Ja. Auf dem Tisch, der nicht zum Sofa passte. Aber sehr schön. Hier mit den Remi-Tischen, mit Schmiedeeisen. Hast du das schnell mit Schmiedeeisen hinbekommen? Oder hat es bei dir auch sehr lange gedauert? Oder hast du Pixelsäcke benutzt? Also Pixelsäcke habe ich gar nicht. Und dadurch, dass sie ja jetzt die Belohnung von Remis Aufgaben jetzt erhöht haben, ging es tatsächlich. Stimmt. Ja. Vorher war es ja grausig mit 1, 2 als Belohnung. Ja. Und da du ja schon allein für diese Statue 100 brauchst. Ja, also sieht cool aus, auch mit diesen Bodenplatten, die du da noch benutzt hast. Die neuen Pflanzen hier aus dem Markenbündel. Hier die Seerose auf dem Tisch, finde ich auch sehr schöne Idee. Finde ich auch sehr gut. Also die Pflanzen und die ganzen Seerosen wirst du auch noch öfters sehen, weil ja. die seit dem Update wirklich bei mir in Abschluss sind. Ja, die sind auch echt schön. Ja, ich baue auch gerade Tianas Haus, da habe ich auch schon die ganzen Dinger drumherum gebaut, weil die echt schön sind. Obwohl die so ein bisschen komisch sind, weil die auf Land nur sind. Es gibt ja auch noch die auf Wasser schwimmen, die sind im Sternfahrt, glaube ich, ne? So war das. Oh Gott. Ich glaube schon, es gibt, glaube ich, Seerosen jetzt auf dem Sternfahrt, die schwimmen im Wasser. Und die man von Tiana bekommt, die können nur auf Land. So habe ich das verstanden. Ah, ich guck mal ganz kurz in die Charakterliste. Tiana, mehr Details. Oder es war andersherum. Das kann natürlich auch sein. Also ich glaube, bei Tiana kriegst du die an Land und im Sternfahrt waren die im Wasser. Ja, glaub, ja, genau. Ja, sehr schön. Also Remi-Bereich gefällt mir schon mal sehr gut. Und du hast auch hier die ganzen Büsche genommen aus dem Labyrinth. Das fragen sich auch immer viele, woher diese Büsche kommen. Die kommen aus diesem Alice im Wunderland-Labyrinth. Konnte man mal für Mondsteine kaufen. Ich muss irgendwie dieses hässliche Ding hier irgendwie verstecken. Das sind doch wirklich alle hässlich, ne? Ich wette, die werden irgendwann Skins dafür verkaufen. Für 3000 Mondsteine. Sollen wir wetten? Gottes Willen. Das wird irgendwann kommen. Falls da ein echt gutes kommt, was dann wieder gut reinpasst, dann ja. Ansonsten... Ja. Ja, aber so eine Telefonzelle oder sowas, weißt du? Ganz simpel. Das ist cool. Ne? Einfach, was sich gut einfügt. Hier diese Londoner Telefonzellen, diese roten oder sowas. Oder diese deutschen von früher, diese gelben. Auch schön gemacht hier. Das gefällt mir auch richtig gut mit den Bäumchen. Ich glaube, den Hauptsatz habe ich mindestens 3, 4 Mal abgerissen, weil ich Wahnsinn. Nicht zufrieden war. Ah, der sieht echt gut aus, auch mit diesem braunen Boden. Der gefällt mir auch richtig gut, der braune Boden. Schön grün. Echt gut. Auch die Laternen sind schön genutzt. Die gab es, glaube ich, auch mal in irgendeinem Sternfahrt. Ne? Im Winter, glaube ich, war das. Wintersternfahrt. Im Winter war das, glaube ich. Ja. Und das sind auch mit eines der schönsten Laternen, finde ich. Ja, total. Richtig hübsch. Sehr schön. Oh Gott, ich hab alle Schandflecken entfernt, außer dem offensichtlichen hier. Ich weiß es nicht. Aber krass, das ist jetzt wirklich, das muss man nochmal sagen, Leute, das ist jetzt auf der Switch mit 6000 Objekten.
mit 6000 Objekten ist das. Also bei mir läuft es flüssig auf jeden Fall, aber ist ja auch klar. Läuft es jetzt bei dir auch flüssig oder ruckelt das? Oder so? Nö. Oh, das ist tatsächlich flüssig und wie gesagt, die läuft auch nicht heiß, die Switch. Krass. Verrückt, aber dass die Switch das ja dann doch kann, ne? Anstatt, warum erhöhen sie es dann nicht zumindest auf 4000 Objekte? Ne? Oder so. Aber es geht doch. Es läuft. Liebe Entwickler, schreibt mal gerne in die Kommentare, woran das liegt. Ja, hier habe ich einfach diese beiden Mondsteinhäuser hingeklatscht, weil ich finde, die passen auch ziemlich gut in den Hauptplatz. Ja, ja. Rein. Und das wirst du ja auch häufig sehen. Ich hab immer dafür gesorgt, dass man immer zu diesen Steinen zum Abbau kommt. Oh ja, das ist auch eine gute Idee. Das stimmt. Ich habe das einfach meistens immer zugebaut, alles. Aber sehr schön hier. Also gefällt mir auch richtig gut. Wir können ja mal hier reingehen. Ich hoffe, das schmiert dann jetzt nicht ab. Oh, meine Güte. Okay, das sieht auch sehr, sehr lecker gut aus. Wahnsinn, schön. Oh, die habe ich ja noch gar nicht hier, diese Stühle und Tische. Sind die aus dem Sternfahrt aktuell? Nee. Die habe ich schon eine ganze Weile. Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen. Oder ich habe es noch nie aufgestellt. Aber sehr schön. Sehr, sehr schön dekoriert mit den Bildern. Oh, guck mal hier, wie schön. Ach, richtig, richtig cool. Toll, also tolle Bäckerei, Jasmin, wirklich. Richtig, das ist ja schon eine Konditorei. Sehr, sehr hübsch. Sehr gut dekoriert, auch farblich von den Tapeten und Boden, schön. Also, liebe Leute... Ja? Ja, will ich nicht unterbrechen? Ich finde auch diese drei neuen Teesorten, die man mit diesen Mulan-Blüten bekommt. Ja, die sind echt schön. Auch voll schön. Richtig, richtig cool. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, außer für eine Mission, aber sieht echt gut aus. Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Ich glaube, du wirst mit Lobeshymnen überschüttet werden in den Kommentaren, Jasmin. Das sieht echt gut aus. Hier ist aber nichts mehr drin, oder? Nee. Nee, hier ist Lagerraum. Die anderen drei Räume nicht. Ja, ist ja auch für, reicht ja auch, ne? Müsste ich eigentlich auch mal machen. Die ganzen Häuser mal von innen dekorieren, zumindest die Haupträume. Aber ist echt schön. Da hat das nochmal ein bisschen mehr Charakter, das Ganze. Aber warum steht die Säule hier im Weg? Ist das? Muss das so, oder? Die ist an beiden Seiten und anders passe das auch in der Küche tatsächlich nicht. Ah, okay. Aber sehr schön. Also gefällt mir wirklich richtig gut. Toll. Da bin ich immer auf die anderen Räume gespannt. Weil welche Häuser hattest du noch dekoriert? Ein Haupthaus und noch irgendwie ein anderes Haus. Strandhaus oder so, ne? Nee, am Strand gar nicht. Das Haus hier neben habe ich mit dekoriert. Ah ja, hier, das, was war das nochmal für ein Haus? Das war bei dieser Gold-Edition dabei, ne? Glaube ich. Und wenn man, genau, da, und wenn man noch vom 5. Dezember gespielt hat, hat man das, glaube ich, auch bekommen, ne? Gratis. Genau, da wo irgendwie dieses blumige Capybara mit drin war. Ja, genau. Und diese Klamotten, ne? Diese Hosenträger-Dinger. Genau. Ja. Ach, auch die schön. Total, aber das Haus, das war einfach ein Muss. Gerade waren hier vier Leute drin. Hast du gesehen? Hier war gerade Maui drin, also Scar, Mutter Gotel. Jetzt sind die aber alle wieder weg. Okay. Das Betreten und das Rausgehen, das lebt bei mir länger. Aber sehr schön. Blumenlager sieht sehr, sehr cool aus. Mag ich auch sehr gerne. Sehr, sehr schön. Die in mein Hauptlager voll sind und sogar in meinen Kisten zum Verschenken voll sind. Ja. Ja, richtig schön. Sieht auch klasse aus, wirklich. Also toll. Aber auch nur der eine Raum hier, ne? Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Wirklich. Also top. Sieht super aus. Wirklich richtig gut. Hast du dich auch irgendwo inspirieren lassen bei Pinterest oder irgendwie im Internet? Oder hast du dir das alles selber ausgedacht? Also ich habe mir tatsächlich Inspo geholt, weil ich wüsste nicht, wie ich einige Häuser wirklich dekorieren soll. Ja. Weil da auch irgendwann das Denken einfach irgendwann aussetzt. Ja. Also da, ja. Ja, aber richtig schön. Sieht toll aus. Wo gehen wir jetzt weiter? Ich bin so aufgeregt. Hauptplatz gefällt mir aber schon mal sehr gut. Du hast es auch wirklich farblich gut gemacht. Finde ich gut, dass auch alles so grün ist und sowas. Laubbäume und so weiter, die Büsche. Das sieht alles sehr gut aus, finde ich. Der Weg passt auch gut in die Bänke. Mag ich sehr, sehr gerne von den Farben her. Ich bereue
dass ich Mike als Nachbarn habe, aber anders passe das tatsächlich nicht. Also hier wohnst du jetzt und dann ja Mike als Nachbarn. Ja. Ist ja deine Entscheidung. Du willst es ja freiwillig. Du musst es dir antun. Nee, ich find, dieses Haus passt einfach nur auf dem Hauptplatz. Ja, das stimmt. Finde ich auch. Das stimmt. Ihr Werkbank, Mulan-Werkbank sogar genommen. Und die normale Werkbank. Zwei Werkbänke. Und die Statue von Alle steht Kopf. Ja, die feiere ich tatsächlich. Also von den Statuen her ist es echt mit einer der besten. Also Erik kannst du in die Tonne klopfen. Ja. Die kann man auch noch gut irgendwo dekorieren, aber... Ich finde Maui-Statue am schlimmsten. Nicht. Oh. Diesen fetten Koloss. Die wirst du auch niemals finden. Nee, aber hast du aufgestellt? Aber versteckt, Nein. Oder was? Achso, hast du gar nicht aufgestellt. Ein Mahnmal des Hasses. Sie steht einfach hier nicht. Sollen wir nicht noch in dein Haus rein? Da hattest du doch auch noch voll viele Zimmer. Oder willst du die Zimmer nicht zeigen? Also ich kann dir sagen, die erste Etage, also von 1 bis 5 ist voll und die letzten beiden, also 19 und 20. Okay. Ja, können wir uns ja aber schnell angucken. Sehr, sehr schön. Ja, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Voll cool. Sieht aus wie so ein Fernseher, der da oben hängt mit Elsa, wo Frozen läuft. Ja, sieht auch super aus. Also auch klasse hier mit den Puppen. Also wirklich schön. Ehrlich, auch viel Mühe, viel Liebe reingesteckt. Da sieht ja mein Haus aus wie bei den Flodders. Guck mal, hier ist nochmal das eine Blumenlager. Ne, ist gar kein Blumenlager. Ist einfach nur so ein Gartenraum. Auch schön. Ah, du bist da. Hier so ein kleiner Tempel. Schön, also sieht auch sehr gut aus. Oh, coole Tür, die habe ich auch noch gar nicht. Schön. Wo gab es die denn auch im Sternpfad? Hilfe, ich bin eingequetscht. Welche? Ich glaube, jetzt bist du erst geladen. Ja, ich bin schon wieder aus dem Raum raus. das war die Tür aus dem Arielbündel. Ach, da gab es eine Tür? Echt? Ich glaube ja. Die habe ich gar nicht gezeigt. Ups. Okay, das wusste ich nicht. Sieht aber sehr gut aus. Diese weiße Tür, sehr hübsch. War das aus dem Bündel oder war das irgendwie mal im Laden? Ich glaube, die war mal bei Dago im Laden. Ja, es kann sein. Tür. Ich glaube, im Bündel war die nämlich nicht. Das hätte ich ja dann gezeigt im Video. Oder ist es mir entgangen? Bücherei nee, auch sehr schön. Bei Dago. Ja, okay. Ja, habe ich leider noch gar nicht. Wo bist du jetzt? Im Schlafzimmer. Da. Ich bin, glaube ich, bei mir lädt schneller als bei dir, ne? Nee, ich jetzt war, bist du ich da. War ich war in der Küche. Ach so. Ja, ey, sieht auch richtig gut aus. Was soll man sagen? Sieht wirklich sehr schön aus. Liebe zum Detail. Farblich passt das alles super. Hier mit dem Bett finde ich auch cool. Sehr, also sehr, sehr nice, wirklich. Also on top. Die Tür ist auch richtig schön. Die habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht, diese grüne. Also klasse. Wirklich. Richtig toll. Ich bin heilfroh, dass die Deko im Haus tatsächlich nicht zum Limit zählt. Ja, das wäre ja fies. Aber ich meine, es lädt ja auch dann immer neu im Haus. Ich glaube, würde man das Haus jetzt so betreten können, ohne Ladezeit, dann würde das wahrscheinlich dazu zählen, ne? Aber es ist ja praktisch ein neuer Bereich, der geladen wird, sozusagen. Ne, wenn man ins Haus reingeht. Darum geht das wahrscheinlich. Hier ist auch wieder die schöne Tür. Das ist echt die schönste Tür, die ich je gesehen habe. Die sieht ja richtig toll aus. Auch schöne Küche wieder. Auch guck mal, wie schön dekoriert. Auch da oben mit dem Bild. Mit den kleinen Details. Sehr, sehr hübsch. Hier gemütlich. Ja, auch hier, ich finde ja auch diese Räucherstäbchen hier oben an der Decke von ja. Mushu oder Mulan. Ja. Finde ich mega. Ja, ist voll schön. Richtig cool. Auch hier Mulans Sitzecke. Und bei dir, du hast auch so asiatische Sachen drin. Du hast es auch so ein bisschen gemischt, die Stile. Aber irgendwie passt es so gut zueinander, finde ich. Weißt du? Sonst könnte man ja sagen, ah, das passt nicht, da ist jetzt Mulan und da oben ist so ein weißer Elch. Und dann ist da plötzlich wieder so ein Aquarium. Aber es passt halt irgendwie richtig gut zueinander. Auch diese Seerosen hast du wirklich oft benutzt, da hast du recht, das hast du nicht übertrieben. Die sind wirklich sehr oft da. Aber die sind halt auch geil. Die sind einfach wirklich geil. Ne? Schön. Ich finde auch hier diese Obstschalen von Ariel einfach auch echt gut gemacht. Ja. Die sind von Ariel Markenbündel. Richtig schön. Auch hier die Pflanzen davon schön. Richtig, richtig cool. Toll. Bin gespannt auf die zweite Etage.
Ist ja eigentlich was in den Kisten auch drin oder ist das nur Deko? Nee, ist erstmal nur Deko. Okay. Teure Deko, boah, alle Etagen erstmal hier. Dann in die zweite Etage. Ui, ja, das kenne ich doch. War ich eigentlich schon mal bei dir? Ich war schon mal bei dir, ne? Oder? Nein. Nee, weil ich nicht. Ah, das ich ging, immer, ging ja gar nicht. Davon, ich habe dir mal davon ein Bild geschickt, aber es ist leicht geupgradet tatsächlich. Ja, stimmt. Diese neuen Items. Ja. Ja, sieht auch cool aus. Cool. Hier die Seerosen auf diesem Springbrunnen-Ding finde ich geil. Auch richtig schön. Richtig, richtig cool. Gucken wir mal hier, was hier ist. Monster-AG-Zimmer. Auch sehr schön. Auch mit diesen Puppen. Hier hast du wahrscheinlich auch mal einen Dream-Snap gemacht, ne? Genau. Ja. Ja, auch cool. Hier mit diesen Schaufensterpuppen, die auch so monstermäßig verkleidet sind. Ey, da ist echt viel Liebe drin. Wirklich. Also bei den Zimmern muss ich ja mal sagen, da dekoriere ich ja nie so viel. Außer vielleicht mal für ein Video oder für einen Dream-Snap, weil man da irgendwie ja eh nie reingeht in die ganzen Räume. Aber schön, dass du das so geil hast einfach. Richtig cool. Ja, die Räume mache ich auch nur für tatsächlich für die ganzen Snaps. Falls mal irgendwelche Themen kommen, ja, kann man sie einmal schnell reinschmeißen, Klamotten, ja, an, irgendwen mitnehmen, ja, und dann feuerfrei. Auch cool. Oh, Junge, was ein tolles Zimmer. Auch süße Mini und Mickey. Und dass sie beide auch hier so sitzen vor dem PC, ist auch eine süße Idee. Och nein, so ein Doppelstreaming-Raum, Computerraum, süß. Auch eine schöne Idee, finde ich irgendwie. Ja, auch geil, auch cool, ne? Also, auch super. Viel besser als mein Mickey-Raum. War ich hier schon? Nee. Oh, hier ist der Lebkuchenraum, also Lebkuchen-Weihnachtsraum. Auch cool. Ah, gemütlich. Hier erstmal ein bisschen Playsy zocken, obwohl es hier ein bisschen eng ist, da passt man nicht rein. Sehr schön. Auch hier die Tafel, guck mal, wie cool mit den Lebkuchen. Also man kann sich leider nur nicht hinsetzen, es ist sehr beengt. Aber ist ja auch nur Dekoration, ne? Ja, sehr, sehr hübsch. Hörst du mich eigentlich noch oder bist du weg? Ja. Sehr gut, okay. Ich hatte schon Angst. Sehr schön, gefällt mir richtig, richtig gut. Sehr gut. Etage 3. Also bisher, glaube ich, das schönste Haus, was ich bisher gesehen habe. Ja, das sieht so aus wie unten dann, ne? Schön. Ja, also die Flure, die sind jetzt bis ganz oben hin gleich. Ja. Ach, auch cool. Nee, die Räume nicht. Ariel-Zimmer, hier auf ihr Computer. Das Büro, das Office von Ariel. Fürs Management. Ja, sieht auch schön aus. Was soll man sagen? Es sieht auch klasse aus. Leute, holt euch Inspiration, baut das gerne nach. Auch hier, dieses Foyer finde ich auch sehr, sehr hübsch. Sehr einladend. Finde ich auch cool, dass auf jeder Etage gleich gebaut ist. Oh, auch schön. Bei dir sind die Schüler auf jeden Fall sehr, sehr nah an einem Bildschirm dran, ne? Aber sehr ich cool. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin in dem Raum, wo alles weiß ist. Ja, hier. Ja. Gefällt mir auch richtig gut. Auch mit den Säulen hier drin, dann so ein bisschen abgeschottet. Mit so diesen Wänden so ein bisschen. Ja, auch geil. Super, wirklich. Sehr detailverliebt. Ich finde auch schön, dass du überall so Essen auf den Tischen hast und so kleine Teller und so weiter. Finde ich auch sehr, 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 sehr hübsch. Habe ich, glaube ich, nicht in allen Fällen, weil auch irgendwann das Kochen anstrengend ist. Ja, 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 das stimmt. Ich muss mich dazu auch immer zwingen. Ich stelle einfach überall immer Beerensalat hin, weil ich das eh habe. Auch sehr hübsch, sehr gemütlich. Kleiner Bellraum. Ja, auch sehr, sehr schön. Wirklich, Jasmin. Ich bin überwältigt. Auf zur Etage 4. Ich bin wahrscheinlich schneller als du. Du Arme, du musst die ganze Zeit hinterherlaufen. Ich warte mal ein bisschen auf dich. Ich bin zum Beispiel jetzt schon da. Jetzt bist du auch da. Okay. Gehen wir hier mal rein. Hier ist der Stitch Alien Baymax Raum. Schön, dass du auch mal Baymax dekoriert hast. Das freut mich. Bei mir steht das einfach immer noch blöd rum. Im leeren Raum. Ich wüsste auch echt nicht, wohin sonst damit tatsächlich. Ja, es gibt auch nichts, was dazu passt, weißt du, irgendwie. Man kann ja keine richtige Werkstatt oder sowas bauen, ne? Oder es fehlen da irgendwie noch Items für, aber ja, auch sehr schön. Passt auch alles sehr gut zueinander. Sehr süß, wirklich. Habe ich auch so ein Doppelbett gebaut. Guck mal, sieht echt aus wie so ein Doppelbett einfach, ne? Als ob man das so kaufen könnte, auch geil. Richtig gut. So, ja, hier kleines Bell-Räumchen nochmal mit dem Bell. Markenbündel, auch sehr schön, ne? Ja, richtig, richtig cool. Mit der goldenen Wand, die ganzen goldenen, gelben Möbel.
Der Boden ist auch, passt auch richtig gut dazu, finde ich auch super. Sehr, sehr hübsch. Jasmin, sehr gut. Wie lange hast du für alles gebraucht? Wie viele Stunden hast du schon wieder in das Spiel investiert insgesamt? Lass mich lügen, keine Ahnung, 500, 600 vielleicht? 500, 600 Stunden? Auch. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, hey, krass, aber das sieht auch geil aus. Richtig cool. Ja, das ist keine Stimme für unseren lieben kleinen Wally. Das ist Wallys Zimmer? Süß. Ja, viele Blümchen, ein bisschen abgespaced. Könnte auch Eva so ein bisschen drin wohnen. Auch schön. Schön, 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 schön. Lasst gerne ein Like da für dieses tolle, für die tolle Wohnung. Also Wahnsinn. Aber du musst auch jede Etage bitte füllen, ne? Irgendwann komme ich nochmal wieder zum Kontrollbesuch. Ich arbeite dran. Sehr gut. Auch sehr hübsch, meine Güte. Hier sind die Glühwürmchen. Die sehe ich auch zum ersten Mal jetzt in echt. Die gibt es auch im Sternfahrt. Die sind auch richtig cool, finde ich. Wow. Hier natürlich die Seerosen wieder. Das ist auch die Kulisse für mein aktuelles Snap geworden. Stimmt, ja. Madrigal, ja. Ja, ist doch cool. Also richtig super. Sehr schön. 4000 Mondsteine. Ja, ich habe das gar nicht mit diesen Gaben gemacht. Man sollte ja irgendwie diese Gabe in so ein Bild packen, ne? Aber habe ich jetzt gar nicht gemacht. Dschungelraum, auch sehr, sehr schön. Ja, eigentlich Vajana. Vajana, ja, ist ja, genau, Vajana, ja, klar. Ne? Mit so ein bisschen Wellness. Also ich versuche irgendwie immer auch die ganzen Möbel von den entsprechenden Filmen hier reinzuschmeißen. Ja. Sehr schön. Auch hier wieder der Tisch schön gedeckt. Also das machst du wirklich dann echt toll und liebevoll. Das mag ich. Sehr, sehr schön. Tür mag ich auch sehr gerne. Ich weiß gar nicht, in welchem Zimmer wir immer waren. Waren wir hier schon? Der Frozen-Zimmer natürlich. Hier kann man sich hinsetzen und den Springbrunnen angucken und sich aufspießen lassen. Sehr schön. Ja, super. Bisschen eng. Hallo. Hey, jetzt bist du wieder weg. Sehr schön. Hier auch die Arendelle-Küche, auch sehr cool. Ja, Leute, lasst euch inspirieren, baut's gerne nach. Also, top. Ich werde mir hier auch viel Inspiration holen. Es geht jetzt in die Etage 19. Ach, jetzt? Ach, 6 ist gar nichts mehr? Nee. Dann gehen wir 19. Boah, krass, das. Ich finde das auch krass, das Gleiche immer wieder hier zu bauen. Ist das nicht mühsam? Das war hier mit diesen vier Beeten anstrengend. Ja. Hier Lager natürlich mit Fleisch, Fleisch, Fleisch. Niemals Gemüse. Hier ein bisschen Holz, per Edelsteine, Fragmente. Ja, ich bin ja auch gerade ein bisschen wieder am Lager bauen. Blümchen. Alles so ein bisschen gemischt, ne? Oder ist das andere? Ist alles so eine Insel der Ewigkeit, ne? Ja. Genau. Ja. Ja, so kann man es natürlich auch gut staffeln. Ja, sieht auch klasse aus. Gefällt mir auch super. Hier auch wieder diese neuen Fenster von. Ich glaube, die waren von Ariel, ne? Ja, die waren von Ariel, die Fenster, genau. Auch sehr cool. Gucken wir mal hier, was uns erwartet. Ja, hier der Wellness-Bereich natürlich mal wieder. Mit Swimmingpool. Hier Umkleidekabinen natürlich. Auch witzig mit den Lampen da drüber. Hängende Küchenschränke. Auch schön. Hier mit den Kakteen auch eine coole Idee, finde ich. Auch nice. Also Jasmin, sehr, 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 sehr gut. Das müsste im Museum ausgestellt werden. Und hier auch nochmal eine Küche mit Werkbank, nochmal ein bisschen Lager. Sehr gut. Vier Kühlschränke. Kühlschränke kann man nie genug gebrauchen. Auch sehr gut. Ein paar Lämpchen oben. Also hier baue ich irgendwie, also hier ist praktisch ein kleines Arbeitszimmer. Ja. Ja. Ist sehr cool. Schade, dass man die Decke oben nicht mal ändern kann. Dass die immer so grau ist, das finde ich ein bisschen schade. Also ich glaube, weiß wäre vielleicht ein bisschen schöner. Ja. Oder so Stuck oder irgendwie so Verzierung oder irgendwie auch so ein Deckengemälde. Irgendwie, dass man da nochmal was aussuchen könnte. Das finde ich auch nochmal echt schön. Vielleicht in Zukunft ja mal irgendwann. Oh, 20. Etage. In 5 Jahren vielleicht. Ja, Disney Dreamland Valley 2. Ich bin gespannt drauf. Und natürlich hier auch nochmal ein Lägerchen. Alles jetzt von der normalen Insel. Natürlich Seerosen wie auf dem Boden. Wo auch sonst. Sehr, sehr schön. Ja, gefällt mir auch. Sehr, sehr. Hast du denn schon deine ganzen Lager fertig komplett? Oder muss noch was gebaut werden?
Das ist fertig, ich hab sie endlich fertig. Also vorher waren die ganzen Wände und Co. noch komplett leer. Ja. Ja, auch und, schön. Und es kam mir irgendwann nicht mehr so, wie sich von einem hellen Flur in einem kahlen Lagerraum zu gehen, war mir irgendwann nichts mehr. Ja, ja. War sehr cool. Ich mag das auch lieber, diese Lager auch immer eher in den Räumen zu haben als draußen. Viele haben die ja draußen gebaut, damit die nicht mal reingehen müssen. Aber ich mag das drin irgendwie lieber. Das wirkt dann so ein bisschen aufgeräumt, als wenn du draußen 20, 30 Kisten stehen hast oder mehr. Ne? Finde ich irgendwie cooler. Und es ist auch irgendwie ideal, das Lager immer ins Haupthaus zu bauen, weil dann muss man auch die Insel nicht wechseln. Ja. Falls das Lager in einem ganz anderen Haus ist. Genau. Und da musst du immer wechseln, das ist einfach nur anstrengend. Ja, ja, total. Auch gut hier das Lager. Ja, du wiederholst halt auch ein bisschen immer so die Sachen. Das finde ich auch immer gut. Mag ich auch gerne. Ich glaube, wir hatten jetzt alles gesehen soweit, ne? Von diesem Haus, ja. Ja. Jetzt noch 20 Häuser. Und die Valley-Tour gibt's im nächsten Video. Aber gehört dazu, ne? Häuser gehören ja zur Valley-Tour. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Endlich wieder an der frischen Luft. Ah. 10.000 Jahre später? Also ich sehe dich schon mal. Ich sehe dich schon vor der Tür. Bist du immer noch im Ladestream? Ja. Krass. Ja, das ist dein Unterschied zwischen PlayStation und Switch. Hallo. Wo gehen wir jetzt weiter? Ich finde das echt Wahnsinn, dass du noch keine Schlange hast. Ja, weiß ich nicht. Das sind auch nicht so meine Lieblings. Also wenn es mal eine Schlange gibt, vielleicht die einen geilen Skin hat oder so im Mondstein-Shop. Vielleicht so eine Kobra, so eine goldene Kobra mit Flügeln oder sowas. Das würde ich mir holen. Aber ich finde diese normalen Schlangen so ein bisschen langweilig und so klein irgendwie. Und Schlangen sind jetzt, glaube ich, auch nicht meine Lieblingstiere. Aber ich habe auch nur Kapibara, habe ich, glaube ich, auch nur ein, zwei oder sowas. Aber irgendwie benutze ich die auch nie. Aber müsste ich eigentlich mal machen. Ich fand den Schemel echt einfach nur Zucker. Das war ein Muss. Ja. Im Laden. Ja, aber viele haben ja Angst vor dem, weil er ja keinen Kopf hat. Aber ich finde den auch süß. Der ist drollig. Ja, der ist drollig, finde ich auch. Gehen wir jetzt schon raus, wir müssen doch erstmal noch hier gucken. Wir müssen doch noch hier gucken eben. Ja, wo bist du? Bei Dagobert. Ja. Dagobert-Bereich, ja, auch schön. Ja, du hast das, glaube ich, auch alles so gespiegelt angeordnet, ne? Das ist so richtig zentriert gespiegelt, ne? Mit den Wegen und so weiter. Hier links so ein Baum, rechts so ein Baum. Dann rechts und links so Häuser, die so zueinander passen. Gefällt mir. Schön geometrisch. Ich habe auch tatsächlich so hinter, also in Richtung Wiese habe ich ja auch hier diese Sitzbereiche gebaut. Ja. Hier ist auch so Gras hingemacht, ne? So hohes. Ist aber fast überall hier in den Grasflächen. Ja, da muss ich mich erstmal gleich nach Zecken untersuchen lassen. Uiuiuiui. Auch die Mülltonnenbänke sind sehr schön. Also gefällt, Hauptplatz gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Sehr natürlich, ne? Trotzdem gut bebaut, aber auch nicht zu voll bebaut, nicht zu eng. Es hat trotzdem sowas Städtisches, finde ich. Trotzdem natürlich, die Farben passen gut zueinander. Ich bin ja immer ein Fan, immer die gleichen Bäume auch zu benutzen und die gleichen Farben. Ich mag das ja nicht so gerne, wenn man so einen grünen Busch hat, dann neben so einen roten, dann so einen blauen, dann kommt so eine Palme, dann kommt wieder so ein roter Baum. Ich mag das ja immer, wenn das so ein Stil in jedem Biom hat. Bin ich immer großer Fan von. Aber kann natürlich jeder so machen, wie er möchte. Gefällt mir aber sehr, sehr gut. Sehr hübsch. Ich hab's auch irgendwie versucht, natürlich zu lassen. Also so ein bisschen, ja, gebaut, aber dann auch wieder ein bisschen mit Natur und allem drum und dran. Mhm. Weil das gehört einfach dazu. Ja, finde ich auch. Aber kann ja jeder machen, wie er möchte. Ne? Das ist ja Dreamlight Valley. In den Wald. Jetzt geht's in den Wald. Ja, sieht auch schon geil aus. Oh, Foodtruck. Und natürlich der breite Weg, das inspiriert mich an mein Zuhause. Da fühle ich mich direkt wohl. Eine Palme im Wald? Das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich das sehe. Wow. Witzig. Naja, das war wie eine Stelle, die war komplett kahl. Ja. Warum ist da eine Palme? Wegen dem Foodtruck? Ich wollte irgendeine Baumsammlung haben und die habe ich einfach gegriffen. Okay. Ja, das sieht auch so ein bisschen aus wie, ey, der Brunnen ist von der ist so ein bisschen wie bei mir. Der Brunnen. Und hier auch das Haus. Das habe ich auch so. Cool.
Und hier habe ich, und hier habe ich, und hier habe ich die ganzen Waschbären aus dem, Ja. aus der Cozy Edition. Ja. Ja, die habe ich ja leider gar nicht. Es sind eigentlich mehr, bis auf der eine grüne bei mir. Ich sehe auch nur den Grün. Hier läuft nur der Grüne rum. Hier so ein kleiner Was ist drunter? Marktstand. Ja, dieses Obenhaus, ich finde das immer so nervig, dass das schwebt. Warum kann ich jetzt nicht anschalten, unten bleiben? Weil ich finde das unten bleibt viel cooler. Jetzt geht's wieder Das hoch und sieht dann auch hast. so leer aus. Ja, weißt du, das sieht so kaputt da unten aus, irgendwie. Aber sehr schön. Ja, hier Bells Haus, gefällt mir auch richtig gut. Mit den Weihnachtssachen, das ist ja auch verrückt. Auch eine coole Kombination. Das waren aber auch die einzigen Rehe. Also die können auch gerne noch also irgendwie auch normalere Ja. Tiere mal so als Deko bringen, dass man das irgendwie so ein bisschen dekorieren kann. Richtige Tiere einfach bringen. Einfach so Dekotiere, die durchs Valley laufen und fliegen. Weißt du? Kapibara. Kapibara ist wieder eingefroren und der Hase. Hier die Dreamlight-Bäume natürlich. Ja, sehr, sehr schön. Sehr hohes Gras, was mich aufpiekst, aber sehr schön. Ist auch der beste Waldweg natürlich. Obwohl es halt nicht mein Lieblingsweg ist, weil er so harten, hohen Rand hat. Ist eigentlich nicht so mein Ding. Könnte man natürlich auch ohne Rand nehmen. Machen ja auch viele. Ja, hier Bells Schloss. Auch sehr hübsch. Ich finde das so ätzend. Du kannst also alles, was hier frei ist, das kann man echt nicht dekorieren. Was kann man nicht dekorieren? Nee, durch ihr Haus, weil das geht einfach nicht. Ach so, weil das hier, also man kann das nicht so eng dran stellen an das Haus, meinst du, ne? Ja, also man kann ja auch keine Möbel hier vorne platzieren. Das Ja, geht nicht, ja, weil dann ja. sagt er, nö, will ich nicht. Das ist voll nervig. Das ist aber bei Tianas Haus ganz cool. Da kannst du Sachen richtig ranstellen ans Haus. Das ist richtig, richtig cool. Da geht's dann wieder zum Beispiel. Das sehen wir auch noch. Ja. Foodtruck aus dem Stitch-Markenbündel. Hier der neue Stand hat sie sich gegönnt. Wunderbar. Wie findest du das mit den neuen Ich fand den auch, Ständen? ich fand den auch viel schöner als den anderen, weil Ja. den anderen, den sieht man ja tagtäglich und das ist mal was anderes. Ja, finde ich auch. Blumenhaus. Hast du dich eigentlich hier von mir inspirieren lassen ein bisschen? Ja. Ja, auch mit den Zelten. Geil. Ja, gefällt mir auch schön hier mit dem, ja, mit dem Sitz hier. Schön. Da fühle ich mich wie zu Hause, der Papa. Das ist doch sehr schön. Auch mit Bell, das habe ich ja auch dahingestellt. Hier finde ich auch sehr schön. Oh, hier die Säulen. Hier das Karussell von Woody. Ich Oh, wusste auch das. nicht, Ja? wohin mit dem, weil das ist auch so echt so ein blödes Haus. Ja, eigentlich ist das ja Lichtung des Vertrauenshaus. Das siehst du hier an diesen komischen Pflanzen. Das ist ja eine Lichtung des Vertrauenspflanze und hier auch. Eigentlich müsste das dahin von den Entwicklern gedacht, so, weißt du? Aber ich hab's auch einfach auf Aber die Wiese. das passt da nicht in die Lichtung. Das ist nee. Ja, aber es ist ja auch so ein bisschen Also düsteres Karussell, ne? So ein bisschen Horrorkarussell, finde ich auch. Man könnte es eigentlich auch vergessenes Land vielleicht stellen. Ah, ich weiß, was du meinst. Ich hab's einfach bei mir auf die Kirmes gestellt, was ein Karussell ist. Darum. Wohnmobil sieht auch aus wie bei mir. Auch sehr schön. ja, und das Wasser war echt ein Krampf, ne? Weil ich dekoriere das Wasser so, dass trotzdem diese Angelspots kommen. Ja, das sind auch die schwimmenden Seerosen. Ja, ich hatte ja auch letztens das Problem. Ist das jetzt eigentlich wirklich so, wenn man das Wasser zu viel dekoriert, kommen diese Blubberblasen nicht, diese Ringe? Ist das wirklich so? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil das viele in den Kommentaren geschrieben haben, ich habe zu viel dekoriert, darum hast du keine Angelringe. Aber ist das so? Das kann sein. Das kann sein, kann ich dir aber nicht genau sagen, weil ich das nämlich vermieden habe. Ja, weil manchmal gehen die Ringe ja durch diese Blumen durch. Und da denke ich mir, okay, geht doch eigentlich. Ne? Oh, hier, schönes Dorf, Dorfleben, sehr, sehr cool. Sieht aus wie so ein Outlet-Ding, wo man so Klamotten kaufen kann. Schön. Kleine City. Gefällt mir auch sehr, sehr doll. Häuser passen gut zueinander. Ja, diese Fachwerkhäuser finde ich auch immer wieder schön. Hier dieses bunte Ding, dieser Süßigkeitenladen, was das ist. Cool. Ja, du müsstest vielleicht noch bei den Häusern noch mehr so Grundstücke irgendwie bauen. So ein bisschen drumherum bauen könntest du noch, ne? Die sind halt alle sehr, sehr eng aneinander. Oder was ist dein Konzept dahinter?
Also ich wusste tatsächlich nicht, wohin mit all den Häusern, weil die waren auch erst alle in der Lichtung, nur das sah echt anstrengend aus. Och nö, da kommt Maui. Ich bin aber weg. Der Arme, der will doch nur Hallo sagen. Hey Leute, ich bin der Halbgott. Wo seid ihr denn? Warum rennt ihr von mir weg? Ja, schnell weg von dem. Wiese finde ich aber auch sehr schön. Also mir wären die Häuser persönlich hier ein bisschen zu eng aneinander gestellt. Da würde ich den Häusern vielleicht noch mehr Raum geben, so ein bisschen. Weißt du, wie auf dem Hauptplatz, dass doch jeder das Haus noch so sein kleines Grundstück bekommt. Und so ein bisschen Deko drumherum, die dazu passt. Ne? Könnte man eigentlich noch gut machen. Ich hab genau gewusst, dass du das sagen würdest. Aber du hast du denn auf der anderen Insel schon was dekoriert? Weil da hat man ja auch noch voll viel Platz. Ja, guck mal, da könntest du ja da noch total viel hinstellen. Oder willst du da nicht dekorieren? Eher weniger, weil man ist ja nur für irgendwelche Aufgaben gewesen. Und ja, also ich glaube, sie sieht echt voll gemüllt aus mit all den Steinen und hast nicht gesehen. Also willst du jetzt für immer nur hier dekorieren, auch wenn irgendwann noch eine Erweiterung kommt? Oder gefällt dir die Erweiterung nicht, Rift in Time, nicht vom Aussehen her, die Biome? Also ich würde, glaube ich, schon bauen. Ich hab dann nämlich mit der Oase angefangen. Ich habe da auch Erik rübergeschmissen. Ja. Weil der auch nur so blöd in der sonnigen Ebene stand. Mhm. Weil der Strand ist voll und ich wüsste auch nicht, wohin sonst mit ihm. Also magst du Erik und Maui nicht, ne? Maui ist tatsächlich hier geblieben? Ja, stimmt, er ist ja hier. Ja, okay, dann ist Maui sogar bei dir höher in der Gunst als Erik. Das hört man auch nicht oft. Komischerweise ist hier eine unsichtbare Wand. Ja, irgendwas steht hier, glaube ich. Ja, das habe ich auch öfter mal. So unsichtbare Gegenstände einfach irgendwo. Ja, witzig. Also da steht nichts. Also das ist genau wie hier. Ja, das auch? Das steht eigentlich gar nicht. Ja, hier geht's ja. Ja, das habe ich aber auch oft. Das habe ich auf der neuen Insel. Da habe ich einfach auch Sachen da irgendwo stehen. Und da kommt, ist einfach eine Wand plötzlich. Oder ein Gegenstand. Jetzt bin ich zum Beispiel durch. Jetzt ist das weg. Jetzt ist es hier. Ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Jetzt bin ich wieder draußen. Boah, zum Glück. Oh Gott. Oh. Ja, eisige Höhen auch sehr, sehr schön. Mit der Eisfläche. Weiße Zäunchen. Hier natürlich die Rentiere. Könnt ihr an der Werkbank bauen. Hier nochmal ein kleiner Wellnessbereich. Dixie-Klo natürlich. Fürs kleine und große Geschäft. Eisbrunnen. Das wäre so cool, könnte man einfach Schlittschuh fahren oder zumindest aufs Eis gehen. Das wäre echt cool. Ja. Das Haus natürlich, was bei allen in der Ecke hier steht. Ja, das passt auch nicht einfach so irgendwo mitten auf die Ebene. Das passt irgendwo nicht. Ich finde, da passt es optimal hin, dieses Eishaus. Perfekt. Als ob es immer da schon gestanden hätte von den Entwicklern, finde ich. Ja, auch nur so ein paar Bäumchen, Eisbäume, Eisbüsche, so ein kleiner Eingangsbereich, kleine Iglu-Stadt. Boah, ich hatte auch mal so viele Iglus hier stehen. Aber ich habe da ja leider das Eisschloss, das Leuchten habe ich da ja stehen, das Frozen-Schloss, dann das Haus noch. Also wenn nochmal Weihnachten kommt, ich habe keinen Platz mehr in den eisigen Höhen. Du ja wahrscheinlich auch nicht, ne? Wo soll das alles noch hin? Also. Die können echt mal entweder neue Biome bringen oder irgendwie die Dinger erweitern. Ja, ich hätte einfach gerne ein neues Biom bei der Erweiterung, einfach ein Eisbiom nochmal, damit ich die neuen Sachen da hinstellen kann. Weil ich will ja nichts austauschen, ich will ja immer jedes Haus überall stehen haben. Mhm. Weißt du? Ja, auch dieser kleine Weg mit dem kleinen Säule. Ja, auch sehr schön hier. Erinnert mich auch so ein bisschen an mich. Mit den Seuchen, mit dem Löwen. Auch hier die Ecke. Schön! Sammler steht hier auch, oder? Es hat ein bisschen geruckelt auf jeden Fall. Wo geht's als nächstes hin? Jetzt müssen wir wieder zurück, ne? Wir gehen wieder zurück. Am besten zum Strand, würde ich sagen. Oh, Pixelschere? Nee, dann noch nicht. Nicht mal mit, okay. Warum nicht zum Strand? Ist da eine Überraschung für mich? Geschenke vielleicht? Nein, die Geschenke hast du schon. Ach ja, habe ich ja schon. Dankeschön nochmal. Jetzt geht's zur sonnigen Ebene. Sehr gut auch das Schild benutzt. Da. Ey, das sieht auch ein bisschen aus wie bei mir. Das ist ja komplett nachgebaut einfach.
Ja, das liebe ich ja. Ja, hier natürlich. Ich finde es auch gut, dass sie hier diesen Teich überarbeitet haben. Der war ja vorher ganz hell und irgendwie passte der nirgendwo rein. Ja, jetzt passt besser. Ein bisschen bebaut, also ein bisschen abgeändert. Ja, jetzt hast du schon diese Hyänenhöhle eigentlich von Dagobert bekommen? Ja, die ist. Hast du sogar? Oh, wie cool, die hatte ich ja noch gar nicht. Ja, Ska-Bereich hat irgendwie auch fast jeder gleich gebaut, ne? Du kannst halt auch nicht viel hier machen mit Ska, ne? Muss man echt sagen. Ein paar Gammelbäume hier hin, bisschen hier diese grüne Deko und dann war es das auch schon mit Ska, ne? Ich wollte eigentlich erst die Höhle hier irgendwo hinbauen, ja. Weil die war doch ein bisschen größer als gedacht. Ah, okay. Ja, gerne mehr Ska-Sachen hätte ich mal. Der wird immer so stiefmütterlich behandelt, der Arme. Ja, hier Plantage ist wie bei mir. Es ist ja wirklich. Das ist ja 1:1 abgekupfert einfach. Aber sehr schön. Sehr, sehr hübsch. Ja, und mit diesen Zäunen, das habe ich jetzt nicht so. Hier die Sanduhrsteine. Schön. Ich folge dir. Plantage, auch sehr cool. Ein bisschen andere Anordnung der Bäume hast du. Ja, hier ist ein bisschen blöd mit der Plantage. Hier dieses letzte Stück, ne? Da habe ich einfach so einen Busch hinten in die Ecke gemacht hier. Oder zwei Büsche habe ich hier, glaube ich, noch irgendwie. Selbst das passt bei mir nicht wirklich. Ja. Einen Busch habe ich, glaube ich, bei mir auch Lichtung des Vertrauens hingestellt. Ein so ein Bärenbusch. Das hat leider nicht mehr gepasst. Ah, hier ist das Dschungelhaus. Oh, das muss ich auch noch bei mir dekorieren. Ja, hier natürlich der Königsfelsen. Simba-Lampe. Und ich wollte diese Ecke hier auch nicht wirklich kahl lassen. Ja. Dixie-Klo natürlich, kann man immer schön die Lücken mitfüllen. Hier, guck mal mit den Türen. Also mit den Zäunen, sieht aus wie so Türen im Saloon irgendwie. Bötchen genommen. Mirabelle natürlich, gehört hier hin, wunderbar. Du magst auf jeden Fall diese Whirlpools hier, ne? Oder diese Brunnen oder was das ist. Die habe ich auch schon öfter gesehen. Die sind so geil. Kleine Plantage, oh, mit verrückten Blümchen. Schön. Werkbank mit ein paar Kisten. Ja, Weg ist auch super. Hier auch ein Dixie-Klo, wo ich meins auch stehen habe. Schön. Romantic Place. Ah, hier ist die Hyänenhöhle. Cool. Ja, Leute, die gibt's bei Dagobert übrigens irgendwann. Guckt da mal gerne rein. Ich finde, das sieht halt auch aus wie so ein kaufbarer Gegenstand, oder? Das könnte auch 2000 Mondsteine kosten. Voll cool. Die Augen drin. Aber wenn man ganz nah rangeht, sieht das mal ein bisschen komisch aus mit den Augen. Das sieht ja aus wie so Aliens. Das sind doch keine Hyänen. Aber cooles Ding. Ich finde aber cool, dass irgendwie die Augen wirklich von allen Seiten zu sehen sind. Ja. Aber wenn du näher dran guckst, sind das einfach nur so Pappfiguren. Also so schwarze Dinger sind das einfach nur. So schwarze Aliens. Und hier kommt wahrscheinlich dann Timon und Pumba im nächsten Update hin, ne? Das war zumindest geplant. Ja, klar, wohin soll sie auch sonst, ne? Mulan, baust du für sie auch noch einen Bereich oder soll sie hier stehen bleiben? Die wollte ich, glaube ich, irgendwann auf die andere Insel rüberschieben, aber erstmal habe ich sie hier stehen lassen. Ja. Ja, sehr schön. Dschungelhaus natürlich auch. Aber das willst du auch nicht in den Dschungel stellen, das Dschungelhaus, ne? Ich fand auch hier diese kleinen Kanus echt eine coole Idee. Ja, die sind auch cool. Gerne mehr Boote sollen sie bringen, finde ich. Finde ich auch schön. Also hier drin ist tatsächlich gebaut. Was sagst du? Reingehen. Meine Güte! Bin ich jetzt hier im Dschungelcamp gelandet. Wahnsinn! Natürlich wieder Lager mit Pflanzen. Hast du denn hier jetzt ein anderes Lager als im Haus, das Lager? Sind das jetzt ganz andere Pflanzen oder hast du das Lager doppelt sozusagen? Es ist praktisch doppelt. Okay. Sind die ganzen Kisten eigentlich auch rappelvoll? Nö, die sind alle leer. Okay. Das sind nämlich die ganzen Pflanzen von der Insel. Ja. Und da habe ich noch keine Vorlagekisten. Okay. Da auch irgendwie auch gefühlt ganz schön wenig Sporen von diesen Pflanzen. Ja, stimmt. Sonst war alles leer, ne? Genau. Ja. Schade, dass man nicht hier auch noch mehrere Etagen hat. Das fände ich auch nochmal ganz cool, wenn das irgendwie gehen würde. Ach, so. Ich glaube, das wäre anstrengend. Also du hast ein Haupthaus mit 20 Etagen und die ganzen anderen Häuser auch noch mit 24 Etagen. Aber dass man die Möglichkeit zumindest hätte, wäre cool, fände ich. Ne?
Nächstes Biom. Also gefällt mir auch sehr, sehr gut. Muss noch ein bisschen fertig gebaut werden und so, ne? Aber gefällt mir sehr gut. Fühle ich mich auch wie zu Hause ein bisschen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was noch hinten diese Baustelle hat. Mhm. Der Rest dürfte soweit fertig sein. Ja, ja, ich warte ja auch schon seit fast 1,5 Jahren, dass Timon und Pumba endlich kommen. Jetzt ins vergessene Land. Ey, das sieht auch aus wie bei mir. Ja, wie witzig. Ja, hier ist Jack Skellington. Hier der Stand natürlich. Sammler. Blaue Oma. Bisschen anders bei Blaue Oma, aber fast genauso. Gefällt mir also automatisch schon mal. Danke, dass du... Dass irgendwie in dem Baumenü hier diese Hexenkessel einen grünen Inhalt haben und die dann aber hier, sobald du sie hinstellst, schwarz. Stimmt, ja. Ja, die wirken leer auch so ein bisschen komisch, oder? Also mit so einer grünen Suppe hätte ich es irgendwie cooler gefunden. Ja, vielleicht patchen die das dann nochmal irgendwann. Naja, auch also im Baumenü hat es ja diese grüne Suppe drin. Ja, ja, ja. Es ist irgendwie komisch. Auch sehr schön. Ja, das Horrorhaus hier. Hier so ein kleiner Eingang nochmal zu den Steinen. Man kann hinten nochmal ein bisschen rumgehen. Ursula Sitz. Die Horrors. Ich hab hier auch die ganzen leuchtenden Tiere. Ja, es ist einfach ein Geisterfeeling. Ja, das passt richtig gut. Gute Idee. Das mache ich, glaube ich, auch noch. Das sieht echt cool aus. Gute Idee, das mache ich nach. Sehr gut. Ja, hier dieser Stein natürlich von Nightmare Before Christmas. Werden wir im Dezember wahrscheinlich auch nochmal mehr bekommen. Wie findest du das, dass man das Haus nicht verstellen kann, das Baumhaus? Das ist zum Kotzen. Nervig, ne? Ich finde es auch echt doof, dass man hier die Wege nicht wenigstens gerade ziehen kann. Das ja. Sieht furchtbar aus. Ja, ich finde es auch. Jeden, den ich frage. Also manchen ist es auch egal, die stehen einfach ein paar Bäume drumherum. Hast du ja auch gut dekoriert, ne? Aber mit den Wegen stört das und so. Das müssen die echt endlich mal ändern. Das kann doch kein Problem sein. Wahrscheinlich, weil das so ein Storyhouse ist oder so. Vielleicht wollen die nicht, dass man das woanders hinstellt. Keine Ahnung. Auch hier ja, schön. Also eigentlich, also es sind ja eigentlich alle Häuser Storyhäuser, weil du machst immer irgendwo in irgendwelchen Häusern irgendwas. Ja, ja, ja. Außer in diesen gekauften Häusern halt, ne? Aber stimmt, du kannst eigentlich, ja, gibt es keinen Grund, das nicht umstellen zu können. Auch schön dekoriert mit den Kürbissen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Hast du gut gebaut, wirklich. Sehr, sehr schön. Hier ist Horror, Nightmare Before Christmas Haus, Süßigkeitenhaus, auch nochmal schön gemacht, schön detailliert. Mit den Weihnachtszäunen und so weiter. Das Haus hier, zwei Autos sogar hintereinander. Das ist so cool, könnte man auch mit den Autos fahren, oder? Ich hoffe bei Dreamland Rally 2, dass man das irgendwie machen kann. Weißt du? Das soll ja auch beim nächsten Animal Crossing funktionieren, dass du da mit Autos fahren kannst und so weiter. Da bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Kannst du, sobald ich hier die Tageszeit ändere, würde die sich bei dir auch ändern? Ich glaube nicht. Also ich kann das bei mir nur einstellen, dann ändert sich das. Aber ich glaube, bei dir ist es dann so, wie es bei dir ist. Weil ich hatte ja schon auf Mittag gestellt. In der Dämmerung ist es echt mega cool hier, weil alles leuchtet. Ich will mal nach vorne. Ui, ja, das sieht natürlich nochmal ganz anders aus. Ja, das sieht... Warum ist das so nebelig? Ist das immer hier so nebelig? Ich glaube, das kommt durch diese ganzen Laternen, glaube ich. Cool, ja, ich spiele ja leider nie im Dunkeln. Ich sehe das meistens nie. Ja, so kommt das natürlich nochmal geiler rüber, ne? Mit den Tierchen und so weiter. Und ich finde auch, dass in der Dämmerung das hier eine mega geile Kulisse ist für irgendein Thema. Ja, voll, total. Richtig cool. Auch mit diesen goldenen Kerzenständern und so weiter, mit den Büschen, mit den Dornen, mit den Tieren. Ja, hier kannst du geile Dream Snaps machen, finde ich. Hier natürlich auch die Gulli-Löcher genommen. Sind auch immer cool. Ja, sehr schön. Jasmin, sehr, sehr cool. Welches Biom gehen wir jetzt? Strand bleibt ja nur noch. Hast du jetzt die Tageszeit wieder zurückgeschoben oder nicht? Ja, mache ich jetzt eben nochmal. So, jetzt bin ich wieder auf Null. Ja, da wirst du einfach in der Lichtung komplett blind. Ja. Ja, Lichtung müssen wir ja auch noch, stimmt. Ui, hast du da Tiana schon gebaut? Ja. Sehr cool.
Die Lichtung wird auch der letzte Spot sein. Was ist am Strand? Adanala. Und Strand? Ach ja, Wiese haben wir ja auch noch gar nicht gesehen. Ja. Oh, hier ist deine Kirmes, ne? Ja. Ja. Ja, auch cool mit den Ballons. Ja, auch den dunklen Boden wieder genommen. Diese Eingänge hier, die sind auch mal sehr, sehr beliebt. Und die Kirmes. Ich finde das so blöd, dass hier das Ding nicht fährt. Also, das fährt? Immer irgendwie abgeschaltet ist. Ja, ja, bei mir war es aber letztens so, da habe ich es angeschaltet, Spiel neu gestartet, da lief es aber tatsächlich noch. Also da war es nicht abgeschaltet, okay. Da hatte ich mich auch gewundert. Aber dann beim nächsten Mal war es dann wieder aus, genauso wie dieses Tassenkarussell. Aber Riesenrad läuft und läuft und läuft. Ja, auch sehr schön, wieder sehr grün ein bisschen gemacht, die Wege passen gut, Ballons, Horrorhaus hier, Wasserturm, diese Uhren hier. Hallo Wanne. Hier das blaue auch, Schloss. In jedem Park muss irgendwie ein Schloss sein. Ja, 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 stimmt. Ja, ich finde das blaue Schloss passt ja auch gut hin. So als Disney-Schloss so ein bisschen, weißt du? Mhm. Für die Kirmes. Viele Ballons, ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Hier so ein kleiner Brezelstand, natürlich Eisstand. Kleiner Chill-Bereich, Chill-Area. Müllton, hier diesen Busch. Diesen Baum habe ich, glaube ich, auch noch nie benutzt, diesen eckigen Baum. Müsste ich ja auch nochmal machen. Oh, das Alien-Karussell habe ich auch noch nicht gebaut. Riesenrad natürlich, man kennt's. Essensbereich. Ja, für das Alien-Karussell habe ich leider keinen Platz mehr. Das muss auf die dritte Kirmes dann irgendwann bei mir. Oh, Sushi-Bereich, ja, auch schön gemacht. Gefällt mir auch richtig gut. Und ich habe unseren lieben Donald auch hier hingeschmissen. Stimmt. Geil. Wenn er rauskommt, ist er direkt in so einem Sushi-Restaurant. Da wird aus ihm Ente süß-sauer gemacht. Das ist ja gemein, der Arme. Der traut sich ja schon gar nicht mehr raus. Ja, sehr schön. Gefällt mir auch. Ist auch cool. Also sehr, man muss natürlich dieses bisschen enger Bebaute natürlich mögen. Mit diesen ganzen kleinen Wegen und so weiter. Ich bin ja immer eher der Typ, ich mache eher so breite Wege und sowas. Aber es hat dann auch immer was. Es hat auch immer sowas Verwinkeltes und so. Ne, auch viel Grün mit diesem Rasen und so weiter. Es hat auch sowas natürlich, so Naturfreizeitpark irgendwie. Also sehr gemütlich. Das war auch ein Muss. Also Bäume, Rasen, Büsche war einfach ein Muss. Ja, das muss auch sein. Und zum Strand. Aber du hast auch keinen richtigen Weg gemacht, du hast einfach so Bretter hingestellt so ein bisschen. Ja, das machen auch sehr, sehr viele. Kann ich auch verstehen, dass man das macht. Das fand ich auch viel besser. Als ja, Weg. Ja. Ja, ich bin auch schwierig praktisch bauen. Ja, ich bin auch immer überlegen, ob ich das machen soll, weil eigentlich gefällt mir dieser Weg hier auch nicht so krass für den Strand. Ich hätte gerne so einen Strandweg irgendwie so ein bisschen mehr, vielleicht so einen sandigen Weg mit ein bisschen Rand oder sowas, weißt du? Hm. Das ist ja auch anstrengend praktisch hier vorne die Kurve zu dekorieren. Ja. Mit Weg. Ja. Hier den uralten Weg genommen, nochmal Foodtruck, Stitchy. Auch sehr schön, die Stitch-Möbel, kleine Plantage gemacht. Palmen, Ariel hier, kann man da auch rübergehen? Der ist auch nur Deko, nee, ne? Kann man nicht. Ja, ja. Der Dampfer da hinten, habe ich den Dampfer da eigentlich auch, diesen schwarz-weißen, haben wir den alle bekommen? Ich glaube ja, also der war irgendwann in dieser Mission auf der Schwarz-Weiß-Insel, ne? Ja. Ja, ja, müsste ich nochmal gucken, habe ich noch gar nicht im Inventar gefunden bei mir. Brunnen hier, die Dschungelboote. Also keiner wusste, dass dieser Mickey-Skin, also der Schwarz-Weiße, dass es jetzt ein neuer Skin ist und dass man dieses Boot da hinten bekommt. Ja, wo soll man das auch wissen? Als Info, also ich habe es irgendwann gesehen, ich habe nur so, oh, okay, gut. Ja. Kaufst du einmal gleich einen Schwung und ab ins Gewässer damit? Ja. Ja, Ariels neues Haus, auch gut dekoriert, mit den Zäunen und so weiter, auch schön. Das schmalste Haus der Welt, mit dem Feuerbrunnen. Kleine Hundehütte, auch schön, muss ich auch noch dekorieren unbedingt. Schön viele Wasserpflanzen genommen, das mag ich immer sehr, sehr gerne. Ich finde, Wasser dekorieren bringt in dem Spiel schon so viel, muss ich sagen. Schöner Weg hier gebaut mit den leuchtenden Seerosen. Das sind aber auch exakt dieselben Seerosen wie von Tiana, nur dass sie auf Wasser schwimmen. Warum machen sie die nicht nur einmal und lassen die auf Wasser und Land dekorieren, oder? Warum machen sie in zwei... Keine Ahnung. Oder? Das ist wieder so sinnlos. Dass es zwei verschiedene Arten gibt. Ja, hier Maui hat ja auch einen schönen Bereich. Guck mal.
Ach, ne, Vajana meine ich. Sehr schön. Sieht auch cool aus. Viele Boote, Dschungelboote. Wieder tonnenweise Boote. Tonnenweise. Ja, ist wie Hamburger Hafen. Du hast echt so einen richtigen Hafen einfach gebaut, so, ne? Meine Güte. Ja, ich hätte gerne noch mehr Schiffe. Fände ich auch nochmal cool. Ja, der Eingang, den habe ich auch irgendwie freigelassen. Ah, ja. Falls man da irgendwann wieder rein muss. Ja. Ja, wichtig, wichtig. Hier ist die Maui-Statue, ich habe sie gefunden. Schöne Tafel hier wieder, so eine kleine, ja, auch schön, mit den Simba-Tischen, passt hier gut rein. So eine kleine Strandrestaurant. Auch sehr, sehr hübsch, mit den Palmen, so über Kreuz. Was haben wir hier noch? Ja, hier ist Sams Laden. Kleines Zeltchen. Ah, guck mal, hier ist sogar ein bisschen Weg. Ja, hier ist dann so ein kleiner Stand. Habe ich hier nicht auch mal einen Dreamsnap gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Kann auch woanders gewesen sein. Ja, so richtig Markt-Hafen-Atmosphäre, ne? Jetzt können wir uns gleich so ein Fischbrötchen holen. Hier mal auch noch so. Dann habe ich irgendwie leer gelassen, weil ich nicht wirklich wusste, was ich da raufschmeißen soll. Ja, einfach so Fisch und sowas, weißt du? So Schalen mit Essen und so könnte man noch machen. Ja, auch nochmal eine kleine Chill-Area. Shisha-Lounge. Palmen. Das versunkene Boot. Boah, da sind echt viele Schiffe dahingestellt. Wahnsinn. Aber sieht cool aus. Hat schon Flair, finde ich. Oh, hier ist das Stitch-Bündelhaus. Da können wir auch nochmal gucken. Das ist auch sehr, sehr schön. Hier ein bisschen Sitzmöglichkeiten. Sanduhr. Der Maui hat ja auch seinen Platz. Surfbretter, ja, schön. Gemütlich. Jasmin, sehr gemütlich. Hier hast du sogar Sachen draufgestellt, guck mal. Mit ein paar Steinen und so. Das hatte ich irgendwie fürs letzte Snap genommen. Ja. Ja. Wie viel hattest du nochmal gewonnen? Was hast du nochmal gekriegt? 900. Oh, wie öde. Ach, schade. Ja, irgendwie ist es jetzt komisch mit der Abstimmung geworden, dass manche denselben Platz haben, aber unterschiedliche Mondsteine. Da hatte ich ja schon mal letztens thematisiert, das ist irgendwie seltsam geworden. Also anscheinend sind wir immer noch nicht alle auf einem Server und stimmen irgendwie ab. Hat man so das Gefühl. Ja, Strand finde ich auch sehr, sehr gut. Mag ich auch gerne. Auch mit diesen Brettern und so weiter. Und wir kommen in die Lichtung des Vertrauens. Meine Güte. Uiu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 i. Okay, das könnte fast mein Lieblingsbereich werden. Hier mit diesen Horror-Torbogen. Glühwürmchen. Ah, kleiner Streichelzoo. Können wir uns ein bisschen paaren? Nicht paaren hier im Video, hallo. Sehr, sehr süß. Schön, hier mit dem Brunnen gemacht. Hier Tiana, guck mal, wie schön das hier eingefügt ist in diesen ganzen Dschungel. Auch cool. Schön. Oh, das sieht auch krass aus, Tianas Palace. Das ist ja richtig cool gemacht. Wahnsinn, hier der Stand. Ja, ich muss Lichtung des Vertrauens bei mir auch nochmal unbedingt umbauen. Auch cool mit den Parkplätzen. Die Adams Family ist angekommen. Ja, sehr cool mit der Kirche. Hier der Brunnen. Kommt man denn da überhaupt noch rein? Ah ja, kommt noch rein. Ja, okay. Ja, passt noch, passt noch. Ja, sehr cool. Oh, wie schön. Hier die Tische von Tiana. Hier dieses Theater, die Bühnending. Auch gut eingefügt, finde ich. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und ich habe auch im Wasser, nee, habe ich auch immer diese kleinen Frösche hingestellt. Die kleinen Frösche meinst du, ne? Ja. Ja. Wo gibt's die eigentlich auch im Sternfahrt von Tiana? Ja, ne? Ich glaube schon, ich habe da leider noch nicht so viel. Ja, im Sternfahrt dann, ne? Oder gibt's den als Missionsbelohnung? Das kann ich dir jetzt nicht haargenau sagen. Okay, ja, den will ich auf jeden Fall auch. Ich kann jetzt auch leider nicht reingucken. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Aber sehr schön, auch mit den Pflanzen. Ich muss mir die ganzen Details angucken. Das ist ja sehr detailvoll. Mit diesen asiatischen Bötchen da. Finde ich auch wieder schön. Auch so wieder verschiedene Stile. Du hast auch hier so Dschungelpflanzen. Pflanzen von Lichtung des Vertrauens. Dann wieder so eine Bühne, so ein bisschen was Asiatisches wieder drin. Auch gute Mischung, aber es passt. Also sehr cool hier mit dem Zelt.
Ich will hier hinten rein, in die Vasenabteilung. Auch hier cool, ist ein bisschen Vasen gemacht. Ja, und noch diese kleine Hundehütte. Sehr gemütlich, finde ich. Sehr gemütlich. Auch schön hier das Wasser dekoriert. Leute, guckt euch das mal mit den Booten. Sieht auch cool aus. Ah, hier ist so ein bisschen... Ach, guck mal, die chinesische Mauer ist hier sogar. Schattentheater. Ah, die Mauer ist nur so eine kleine Fassade, ne? So am Rande. Kann man so sehen, ja. Ja, ja. Weil es ist einfach nur, ja, eine graue Wand ist. So genial. Aber cool, hier der Brunnen von Ariel. Mein Gott, aber der Bereich gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, auch diese Wasserstellen sind schön gemacht. Das Coole ist halt an diesen Dschungelpflanzen oder an diesen Pflanzen, an diesen neuen, die passen halt überall hin. In die engsten Stellen, weißt du? Das ist halt echt cool. Mhm. Boah, ist ja richtig hier bedschungelt. Wahnsinn. Also da würde ich mich jetzt nicht hinsetzen. Da kommen auf jeden Fall Brennnesseln. Und man wird aufgespießt vom Gras. Aber sehr schön. Meine Güte, guckt euch das mal hier an. Botanischer Garten ist das ja fast schon. Schön. Hier Trader Sams Laden. Oh, das neue Haus. Auch noch schön dekoriert hier. Ah, guck mal, hier ist Straßenbahn. Hier ist der Bahnhof. Geil. Das wäre so cool, wenn die fahren könnten, ne? Oder wenn die zumindest so ein Geräusch machen würden oder sowas. Schön. Ja, hier auch mit dem Dschungel. Also Leute, guckt euch das gerne ab. Das sieht echt cool aus. Ich meine, die würden zwar nicht um die Kurve kommen, hier ist auch ein Stein auf den Schienen. Da will wahrscheinlich einer, dass die entgleisen. Ja, auch cool. Ursulas Haus. Auch nochmal mit den Dschungelbooten. Katzenklo natürlich hier. Sehr schön, auch das Wasser, das sieht auch cool aus, finde ich. Schön. Hier ein bisschen kleine Picknick-Ecken. Hast du hier dein Dream Snaps gemacht für Picknick? Nein. Woanders. Könnte man aber sogar machen. Ist auch nochmal Dschungel. Da habe ich das leider noch gar nicht gehabt. Ja. Oh, ist auch nochmal so eine kleine Ecke. Natürlich die Seerosen überall, auch schön. Ich hätte gerne dieses schwarz-weiße Boot in Farbe. Da fände ich es nochmal ein bisschen geiler als in schwarz-weiß. Das sieht so unausgemalt aus irgendwie. Ne, als ob man das so ausmalen müsste. Aber sehr schön, Jasmin, wirklich. Also, das sind so viele Details. Puh, ich hoffe, ich kann das alles irgendwie auf Video bannen, Leute. Da müsst ihr vielleicht mal stoppen, wenn ihr es nachbauen wollt oder so. Ne? Hier auch nochmal dieser Essensbereich hier von Tiana. Also sehr, sehr, sehr hübsch. Kann man auch noch reingehen. Kann man auch noch reingehen hier. Guck mal, mit dem Stand von ihr. Sehr, guck mal, wie romantisch das hier ist. Wie verwunschen das einfach hier aussieht. Sehr, sehr cool. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Sehr, sehr schön, Jasmin. Die Frösche sind einfach auch süß. Wir haben noch einen Spot vergessen. Echt? Ein Geheim noch. Ach ja, die Mittelinsel. Ja, schön. Oh, hier auch nochmal so ein bisschen was. Oh, so eine kleine Bücherei. Die Leuchtpflanzen passen auch gut hier hin. Ja, sehr, sehr schön, Jasmin. Gefällt mir sehr gut. Da werde ich mir auch noch einiges an Inspiration holen, auf jeden Fall. Auch die Glühwürmchen sind auch echt cool, ne? Finde ich. Die sind praktisch das neue Feuerwerk, was man einfach nicht zünden braucht. Ja, ja, ist wirklich so. Und ich finde das auch besser als diese schwebenden Pavillons, weil irgendwann kannst du die auch nicht mehr sehen, diese dicken Dinger. Und die bewegen sich so schön, das sieht so magisch aus, finde ich. Das finde ich echt nochmal geil. Wäre cool, wenn man die noch in der Höhe variieren könnte. Wenn man die so ein bisschen runter machen könnte und so weiter. Sind die auch nochmal cool. Das wäre auch noch cool. Ne? Okay, ich glaube, wir haben alles gesehen soweit, ne? Oder haben wir was vergessen? Das haben wir. Haben wir was vergessen oder haben wir durch? Haben wir fertig? Ja, also, man kann auch noch hier reingehen und dann praktisch... Kleiner Geheimweg. Am Wasser hin. Auch süß. Ja, echt schön. Schöne kleine Details. Das, sowas liebe ich ja. Kleiner Geheimweg mit diesen Fröschen. Oh. Ja, sehr, sehr cool. Danke, Jasmin. Vielen, vielen lieben Dank. Und ihr müsst bedenken, Leute, es läuft alles auf der Switch mit über 6000 Objekten, wenn das ganze Holz runtergefallen ist und so weiter. Wahnsinn. Und keinen einzigen Absturz gehabt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also es geht anscheinend. Ja? Du kannst ja nur spaßeshalber mal nochmal irgendwie auf abends oder nachts stellen, dann weißt du, was ich meine. Stimmt. Mit dem Licht. Auch gerade Höhe Tiana. Das ist einfach so blind. Boah. Warte, zu Tianas Restaurant? Ja.
Ja, sieht auch cool aus im Dunkeln. Ja, ich muss echt mal häufiger im Dunkeln spielen. Oder bei Sonnenuntergang. Du bist einfach nur blind. Einmal Sonnenbrillen aufsetzen, Leute. Boah. Ja, auch sehr, sehr cool. Mal. Aber warum sieht das denn so? Hä, sieht das überall so krass aus? Ich muss das mal bei mir ausprobieren. Ja, ja, ich glaube, das sind diese Lampen, die sind einfach nur extrem doll. Ja, aber nur die diese. Die haben auch so einen großen Radius in ihrem Licht. Aber nur diese Laternen, diese altmodischen sind das, ne? Ja. Ja, ja, die habe ich ja nur bei mir auf dem Hauptplatz da, sonst habe ich die ja nirgends so. Ja, aber cool. Sieht aus wie Silvester, ne? Wahnsinn. Unglaublich. Ja, sieht richtig, richtig cool aus. Alles klar, Jasmin. Vielen, vielen lieben Dank für deine liebe Tour. Dankeschön. Oh, ich hoffe wirklich, dass es euch allen gefällt. Ne? Das ist echt. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Da kannst du dir sicher sein, dass dir das gefällt. Also ganz locker auf jeden Fall. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch richtig schönes Rallye. Auch die Häuser schön dekoriert. Jasmin, sehr, sehr gut. Also ich bin gespannt, wenn du mal wirklich fertig bist. Vielleicht auch nochmal die andere Insel. Das sieht aus, als ob du gerade Daumen hoch machst. Ein Foto noch. Ey, ihr Lieben, ne, lasst gerne ein Abo und Like da, wenn es euch Spaß gemacht hat. Schreibt gerne schöne Worte in die Kommentare. Da würde sich Jasmin sehr, sehr freuen. Sie liest nämlich alles. Danke, danke, danke schön für die süße Tour. Hat mir echt gut gefallen. Hat mir auch mal viel Inspiration nochmal gebracht. Richtig cool. Hast du super gemacht, Jasmin. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Ja, hat mir sehr gefallen. Dankeschön. Hast du noch ein paar letzte Worte? Nur, dass ich mich auf die nächsten Videos freue und natürlich auf die nächsten Streams mit euch allen zusammen. Ja, ich mich auch. Danke, danke, danke schön, Jasmin. Und wie gesagt, lasst gerne ein Abo und Like, aktiviert gerne die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder Stream wieder und auch bei der nächsten Welly-Tour. Es haben sich sehr, 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 sehr viele gemeldet. Also ich denke mal, wir werden jetzt jede Woche erstmal eine Welly-Tour machen, weil ich komme jetzt gar nicht mehr hinterher, weil wir jetzt ja auch auf Switch und Xbox und PC und so weiter können. Also wir haben jetzt viel mehr Leute. Meldet euch gerne, auch wenn ihr es mit Sprachchat machen wollt. Wäre natürlich am interessantesten. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder an. Bis dahin. Ciao, ciao. Hui. Tschüss.